Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Assassin's Creed 2. Letztes Mal haben wir ja diesen Dogen getötet und sind hier hin schnell gegangen. Nicht zu den Lados, sondern zur Schwester. Beziehungsweise wie ein Freundenhaus. Wunderbar gemacht. Espectaculo. Ein wahrer Held. Ihr müsst müde sein. Kommt, ruht euch aus. Ah, der Retter von Venedig. Was soll ich sagen? Ich hätte wohl nicht so sehr zweifeln sollen. Jetzt werden wir sehen, wie sich alles entwickelt. Aber genug davon. Ihr habt so hart gearbeitet, mein Sohn. Ich fühle, dass euer müder Körper Trost und Pflege bedarf. Ja, ich habe solche starke Schmerzen, Schwester. Ich brauche sehr viel Trost und Pflege. Oh, das wird sich einrichten lassen. Mädchen? Ein echter Spaß. Ja, nee, ist klar. Somit ist Sequenz 9 beendet. Der Karneval. Müssen wir machen wenig, und zwar wieder 1486. Hallo? Ezio, Ezio! Ser Antonio möchte mit euch sprechen. Danke für die Nachricht. Okay. Gucken wir gleich, was Neues passiert ist. Was für eine Gebiete wir haben. Wir haben jetzt anscheinend das Gebiet hier hinten noch frei. Aber da wir gleich hier oben sind, machen wir es mal hier. Nee. Machen wir es doch anders. Ich werde doch immer nicht hier unten latschen. Damit wir eine Mission auch ständig erfüllen können. Müssen wir ja sehen, wo wir hin müssen. Holt euch die feinste Kunst! Frisch von der Staffelei! Und Geschirr zu erstehen. Schon drei Generationen dient die Familie von Bertuccio aus San Polo den Bürgern Venedig. Wir sind wieder im Abendviertel. Ich habe frischen Schafsurin. Ich mag teuer sein, aber meine Waren. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Sehr beeindruckend. Aber warum nicht einfach... Und euren Füßen etwas Gutes tun. Kommt zu Faccio. Er hat für jeden genau die richtigen Stiefel. Schön, Faccio. Und auch Faccio hat den Klatschu, oder nicht was anderes. Auf eine neue Karte. Oh, ganz viel aus. 4 Stück, 5 Stück, 6 Stück. Kosten
Kosten der Instandhaltung des Arsenales zu finanzieren. Es gibt einige Ausgaben. Bitte lest die Verfügung, um zu sehen, ob ihr abgabepflichtig seid. Attenzione! Der Strafkatalog für Wucher und unlautere Geschäfte in Venedig wurde überarbeitet. Die neuen Strafen. Ein Strafkatalog für Wucher. Das werden wir auch einführen. Ist ja einige Leute nehmen für solche komische Sachen. Und hinauf. Oh, das war knapp. Das sieht aus wie eine Werft. Auf jeden Fall ein ziemlich großes Gebäude. So. Hier ist auch die Sprungfähre dahin. Jetzt hören wir da. Pflege für alle. An alle Bürger der erlauchtesten Republik. Lass mich euch mit meiner alle Tauben zum Freiwild erklärt worden. Den eifrigsten Jägern unter euch bieten wir bei Abgabe. Oh, mir ist gerade aufgefallen, dass wir letztes Mal ein Symbol hatten. Das heißt, hier ist ein Glyphentropfen, dann links nicht. Okay. Ich habe mich jetzt wohl ein bisschen vertan. Das war halt ein Symbol. Das war das Symbol von dem Assassinengrab. Nicht das Symbol von der Glyphe. Und da haben wir es schon. Der Bunker. So, da ist immer so ein spitzes Ding. Und eine Zahl, eine Zahl, eine Zahl. Hm. Eine Zahl sehe ich schon mal nicht. Das ist aber doof. Keine Zahl, ist ein bisschen doof. Hier ist eine 4. Das klappt. Eins, zwei. Hä? Springt denn der? Von dem springt er jetzt zu dem. So, gut zu wissen. Das heißt, die 7 kommt nach. Ja, nee, ist klar.
Die springt hin und her, das ist ja... Ne, tut mir leid, also das weiß ich wirklich nicht. Daraus kommt mir jetzt auch nicht wirklich. Tut mir leid, aber das werde ich zusammenschneiden. Okay, anscheinend hat es auch geklappt mit dem Rausgehen. Ich weiß noch nicht wie, aber es hat irgendwie geklappt. Gut. Ihr könnt das Video mal pausieren und versuchen es zu lösen. Mir in den Kommentar schreiben, wie man was machen muss. Das einstellen muss. Erstmal weiter im Text. Hab keine Angst. Gibt es denn kein Gesetz, das so etwas verbietet? Kommt, komm, komm, seid nicht schüchtern. Eine Truhe. Wird sich auch nicht mit. Ein Fehler. Ah. Kein Kunde von mir wird jemals schlecht angehören. Noch so ein Kasper. Geh, Idiota. So ein Verrückter. Lebenserwartung. Etwa 5 Minuten, schätze ich. Dann schätzen wir schon weiter. Ich würde sagen, zeigen, dass du falsch liegst. Und hepp. Und hepp. Das war knapp. Nein, nicht runterspringen. Festhalten. Oh, da gibt's eine Codex-Seite. Was zum Nachdenken. Die düstere Welt, Tyrannei, das Land. Er macht's doch. Noch eine Codex-Seite halten. Juhu. Seid nicht schüchtern. Was glaubst du, was du da tust? Hm? Als ich konnte, aber vielleicht solltet ihr versuchen, euch einen an. So. Was war jetzt da? Beruf zu suchen.
konnte den Bankier nicht bezahlen und er nahm mir meine Mühe. Ich habe sehr hart dafür gearbeitet. Aber wäre sich weniger Wachen auf nicht ganz so sein. Du wirst gleich mit Pfeilen gespickt, wenn du nicht drunter steigst. Pronto. Bist du mit Pfeilen geschossen und bin schon lange weg. So. Dann noch den Punkt. Jetzt echt, oder? Ich bin hier echt so weit, oder? Tatsächlich. Sagt euch etwas, Freund. War sie eben echt ein bisschen sehr übertrieben, aber ja. Gerade letzten Mond. Separieren? Die geht tatsächlich nicht kaputt. Ist ja geil. Ihr habt nicht genug Geld, um hier zu kaufen. Nee. Nur die beste Kleidung hier. Seide und Feingewebe. Und top. Ihr habt hier oben nichts zu suchen. Was zum Teufel macht ihr hier? Doch nicht. Und da ist noch eine Kirche mit einer Glyphe. Du solltest nicht hier oben sein, Toto. Das finanzielle Mittel aufgrund der Verteidigung der ausländischen Interessen der Republik knapp geworden sind, werden alle Importe von nicht lebensnotwendigen Gütern eine Abgabe fällig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Scheiße, ich hab ihn verloren! Da! Ja, und hier. Ach, bin direkt da vorbeigelaufen. Es wird schwerer. All die Schmerzen der Zeit. Am Anfang. Schöpfung. Genesis. Schon wieder so ein komisches Rätsel. Ist ja raus. Jetzt weiß ich, wie es geht. Tap. Tap, kommen wir ganz schnell raus. So, den machen. Och, das tat weh. Wegen des Verrats gegen die erlaubteste Republik schuldig gesprochen und wird in zwei Tagen zum Sonnenandruck auf der Piazza San Marco gehängt. Was für eine Stadia Tenti, die kürzliche Überblutung des Lido, welche die Bürger der Stadt bedroht, hat strukturelle Schäden. Okay, anscheinend müssen wir da rein. Da könnten wir eventuell rein. Ihr dürft nicht hier oben sein. In Fort. Das reicht, weiß ich nicht. Ne, das reicht nicht. Auf Befehl des Dogen sind auf. Hier vielleicht. Auch nicht. Nach
Runter da, Astron! Ich bin da schon weg. Merk gar nicht so viel. Okay, aber hier will ich jetzt pausieren. Und den Punkt haben wir uns nächstes Mal. Dann machen wir die Story weiter. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen auf der Endcard. Wenn ihr das Let's Play nochmal von vorne sehen wollt, könnt ihr gerne oben klicken. Wenn ihr die letzte Folge verpasst habt, könnt ihr da runterklicken. Ich freue mich auch über Kommentare und Rückmeldungen von euch. Bis dahin. Ciao.